Breiten wir mal kurz hier rum, soweit wie wir kommen. So, warte mal. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da ist einer. Muss nur kurz gucken, wie wir hier rumkommen. So. Reißen wir den doch auch mal ab. Ja, warte. Guck jetzt hier noch weiter nach Bäumen. Da ist einer. Schnappen wir uns, was uns diebischerweise zusteht. Okay. 20:30 in-game. Ja, wir können noch mal hier rum. Ja, komm, den reißen wir auch ab. Normalerweise lasse ich die auf den Plateaus ja stehen, aber... Ah, genau deshalb, aber ein bisschen was haben wir ja trotzdem bekommen. So, hier die wachsen noch, da ist aber ein, zwei Bäumchen, so. So. Wir kriegen schon unser Holz. Gewusst wie. Ja, aber ohne Scheiß, man muss das auch teilweise so machen. Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt so viele Stallungen baut. Du musst das schon irgendwie so machen, weil sonst hast du definitiv in irgendeiner Form entweder einen komplett zugestellten Hof oder du hast halt akut Holzmangel und kommst nur sehr langsam voran, wenn du irgendwas bauen willst. So. Und ich finde diesen einen Automaten immer noch teuer, wo du da gefühlt, was weiß ich, wie viel Holz reinprügeln sollst, damit du da so ein bisschen Kohle kriegst. So. Schnell auf Pegasus. Ui, 22 Uhr in-game. Jetzt wird's doch knapp. Oder ich war zu gierig, wie auch immer. Na, runter da. So, hier ist nichts. Schnell den Baum da niederreißen. Da unten ist noch eine Beere. Die will ich jetzt irgendwie auch nicht liegen lassen. Hopp. Da ist ein Stein im Weg. So, das war's. Schnell zurück. Ja, oder man macht das so wie ich und reitet da genau zwischen, dass man sich noch verhakelt. So. Aber hat auch noch geklappt. Jetzt noch schnell in die Stallung. Ja, komm, das kriegen wir noch hin. Sie ist noch fleißig. Ja, ja, Burberry soll doch schlafen. Soll ja schließlich mal Designerleder draus werden. Nein, natürlich nicht. Gibt es das überhaupt im Spiel, Leder? Ich glaube nicht. Nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Das wird ja jetzt hier wieder witzig. Weil ich gleich wahrscheinlich wieder, genau, mit, Mann, ey, mit irgendeinem Huhn interagiere. Ach, Gelee-Drops. Ja, nimm doch die Mayonnaise, Alter. Was ist denn los mit dir? So, schnell hoch. Mann, lass die armen Hühner einfach schlafen und grabst dir die Mayo. Bengel, was ist denn los? Oh, danke. Okay, gut. Mayo, wo ist er da? Dann das Holz und das Hartholz. So, Holz sieht doch schon mal sehr gut aus. Steine können wir jederzeit kloppen gehen, wenn wir Steine brauchen. Also egal welche Jahreszeit. So, dann. Der Scheiß und der Scheiß kommt hier rein. Der Scheiß kommt auch erstmal hier rein.
Beeren habe ich noch. Diamant. Moment. Diamant. Beerengedöns. So, Käse kommt in den Keller. Und die Zeit nehme ich mir tatsächlich auch noch. Das schaffen wir doch. Ist doch easy. So. Schnell den Käse hier reinscheppern. So. Tschüss. Und ab ins Bett. Das war mal ein straffes Vergnügen. Aber wir haben es geschafft. So. So, kicken wir mal wieder, ob wir. Wiederholung, ich will nur wissen, was. Volles Frühstück, okay? Yep, das wissen wir. Allerdings wissen wir das. Sehr schön. Nehmen wir mal den normalen Käse dieses Mal. Ich grapsch erstmal alles raus. Na, rein da. Nein. So. Okay, es sieht gut aus. Den Restkäse ballern wir hier wieder rein. Zack. Sehr gut. Das ist schön. Leute, hier pausiert ja die Zeit. Ich muss eben einen Schluck nehmen, weil, wie gesagt, es ist sau heiß. Denkt dran, immer schön hydriert bleiben, ey, bei dem Wetter. Prost auf euch! Aua, da ist gerade ein Barthaar an der Dose hängen geblieben und wurde mir ausgerissen. Das war unangenehm as fuck, ey. Okay, weiter geht's. Boah, war das unangenehm gerade. Könnten wir fast alle erwischt haben. Hallöchen. Ein Eichen, sehr schön. Duckpool mag ich immer noch. So. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, was in den Breeder zu packen, aber ich will ja keine Tiere verkaufen. Ich will ja kein Tierhändler werden. Oh, da steht der Stall. Das heißt, direkt die nächste Erweiterung in Auftrag geben. Ja, das andere wollte ich streicheln. Herrgott, warte mal. Ja. Gut, dass man gar nicht den Überblick verliert auch. Ah. Ich hab's mir ja so ausgesucht. Na, komm her. Hallo. So. Und wer mich jetzt nicht erwischt habe, hat Pech gehabt. Sehr schön, wieder Hasenpfoten. So.
Okidoki. Das haben wir. Hier wurde auch wieder fleißig ein Ei gelegt. Das klingt aber auch ein bisschen falsch, ne? Könnte man falsch verstehen. So. Dann gucken wir doch mal. Machen wir hier mal wieder schön Mayonnaise. Im Hühnerstall mache ich heute kein zweites Mal Mayonnaise. Können wir halt machen, aber... Obwohl, vielleicht doch. Ja, wieso eigentlich nicht? So schnell kann man sich das umüberlegen. Nö, ich habe keine Eier übersehen. Doch, in meinem Inventar. Guten Morgen. Hitze AD oder so. So, nein. So. Okay. Franke, hör doch bitte auf, alles immer auf irgendwas zu schieben. Ja, aber Hitze, Junge. Okay, hier, ihr bitte nicht. Sehr gut. Das sind auch voll die riesen Ziegen eigentlich, ne? Ich sag ja, der Entwickler, was so ein paar Modelle angeht, ey, ist ziemlich lustig. Ich meine, das ist jetzt kein Kritikpunkt. Ist halt ein bisschen schade, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ist halt lustig, dass die Ziegen genauso groß sind wie die Kühe. Das sind Zwergenkühe. Kleine, dicke Zwergenkühe. So. So. Eier rein. Warte mal, davon können wir schon mal 5 nehmen. 5. Und dann klauen wir uns hier noch 2. Und dann machen wir Dinosaurier-Mayonnaise. Mal wieder. Wieso auch nicht? So. Dinosaurier-Mayonnaise. Okay, gut. Ach ja, Material. Ich wollte ja den Stall direkt erweitern. Falsche Kiste. So, hier ist richtig. Ich nehme lieber mehr Holz mit als zu wenig. So. Mittwochs. Ist sie mittwochs da? Oder hat sie da Ruhetag? Werden wir gleich sehen. Oh, ein Apfel. Sehr gut. Aufheben. Bloß aufheben, weil den brauchen wir ja für das Gemeindehaus. 3 Stück an der Zahl waren's. Allerdings bräuchten wir jetzt 3 goldene. Oh, haben wir die? Ah ja, haben wir. Okay. So. Robinchen. Robin Swan. Sie ist da, sehr schön. So lob ich mir das. So. Geld kein Problem, Holz und Steine kein Problem, let's go. Schwester. Mach fertig. Geil. Dankeschön. So. Gucken wir mal eben. Jetzt bin ich doof geritten tatsächlich. Hier hinten auf dem Acker. Da standen ja auch noch Bäume rum, unter anderem. Wie gesagt, die da auf dem Podest, die lasse ich stehen. Die, das bringt eh nichts. Das ist Quatsch, die da irgendwie wegzureißen. Na, guck mal. Hier ist schon mal wieder ein bisschen was nachgekommen. Aber wir lassen die Steine auch erstmal wieder mehr werden, würde ich mal sagen. Flups. Aber das Holz, das nehmen wir natürlich liebend gerne mit.
So. Ja, ich würde halt tatsächlich gern nochmal durch die Höhle gehen. Ich glaube, da ändert sich nicht viel dran. Da werden wir jetzt nichts atemberaubend Neues irgendwie bekommen. Schätze ich. So, Steinekloppen brauchen wir noch nicht. Das müsste für die nächste Erweiterung auch noch reichen, was wir haben. Ich bin jetzt zwar doof geritten, aber dadurch habe ich wenigstens die Würmer jetzt nicht übersehen. Wir haben ja noch die Maggi-Rolle da fürs Gemeindehaus. Lass uns die doch mal eben abgeben. Oh. Und ein Baum. Beides kann ich so doch nicht existieren lassen hier. Geht doch nicht. Das darf nicht sein. So. Okidoki. Na, runter da. Tja, die Dame sollte es nicht sein. Wie gesagt, wir werden Penny nehmen. So, jetzt erstmal wieder Bündelkoch. Genau, hier war's. Wie gesagt, Trüffel kriegen wir spätestens, wenn wir Schweine haben. Das sobald wir da unsere Auffangdinger an den Bäumen haben. Und Mohn müssen wir anpflanzen. Ich sag mal, das hier ist alles kein Hexenwerk. Die zwei Sachen kannst du auch anpflanzen. Wie gesagt, das hier sehe ich schon mitunter am kritischsten tatsächlich. Pufferfisch haben wir. Ozean. Das sind aber auch keine Fische, die wir noch nicht hatten. Also das ist jetzt auch kein außergewöhnlicher Fisch dabei. Ist auch machbar. Wie gesagt, da müssen wir die Jahreszeiten dann abwarten. Ja, und hier ist halt auch einfach nur anbauen. Also ist alles machbar. Könnten wir im nächsten Stadio ja eigentlich fertig kriegen. Würde mich eigentlich schon wundern, wenn nicht. Okay. Zurück zum Hof und dann unten am Hof angeln, würde ich sagen. Oh, guck mal, hier liegt auch noch was für uns. Liegt hier noch mehr für uns? Nö. Aber das, was hier liegt, nehmen wir mit. So. Na, Freundchen. Okay, warte. Oh, die passen hier nicht mal mehr rein. Gut. Aber die. Guck mal, da ist Wein fertig. Sehr geil. Da würde ich sagen, machen wir doch nochmal glatt direkt 9. Aber erstmal kommt das hier rein. Und das hier rein. So. Weinchen. So. Um. So, warte. Verhökern wir jetzt erstmal hier wieder das da rein, das rein. Genau, Lehm noch. Die Scheiße habe ich übersehen. Warte. Okay. Den Spaß hier rein. Und ja, wir können den Wein ja eigentlich schon mal im Keller ablegen. Auch wenn wir gerade noch Käse machen, aber wir können ja schon mal Wein sammeln, so ein bisschen. Wie gesagt, wir werden irgendwann viel mehr Wein produzieren. Dafür brauchen wir ja die Teile. Und ja, es mangelt gerade primär am Eichenharz, aber ja, irgendwann werden wir das haben. Und da würde ich direkt mal vorschlagen, gucke ich doch direkt mal hier unten, wie es aussieht. Immer noch 3 Bäume. Wachs doch mal schneller! Baummotivation. So, weg mit dir. Was stehst du hier so rum?
Ich hau dich einfach um. Rumpel, rumpel, bumm. Dasselbe gilt für dich, du kleiner Wicht. So. Und wir wollten ja angeln. Das machen wir jetzt auch mal.